ein sehr, sehr schöner Tag, um eine Burg zu erobern. Ich werde natürlich versuchen, so gut wie jede Quest zu erfüllen, die es gibt. Und auch eigentlich alles mitzunehmen, was man so hier kriegen kann. Ich meine, wir sind ein Hexer, können alles gut gebrauchen. Wir sind, ja, so ein klein wenig geldgeil. Wir machen natürlich nichts für lau. Warum sollten wir auch? Wir sind ein Fachmann in den Kunsten des Schwertkampfes, der Bestienvernichtung und eigentlich auch der Alchemie. Hier gibt's nichts. Hier gibt's auch nichts. Ich weiß leider nicht mehr so genau die Steuerung, muss ich ganz ehrlich sein. Aber wir können das Hexer mit ja, mit Y betätigen. Oh, das ist komisch. Ich darf jetzt nicht die falsche Taste drücken, weil ansonsten bricht die Aufnahme ab. Ist nicht so günstig, dann gibt's kein Bild mehr, aber naja gut. Was will man denn? Schön, dich zu sehen. Hast du was schön für dich? Sei gegrüßt, Hexer. Dein Schwert ist heute gewiss von Nutzen. Ich glaube, ich werde euch einen der Arsch retten müssen. Ja gut. Was soll ich über den Attentäter? Herausfinden, wer Folters töten wollte. Ich habe ja auch schon ordentlich die Fühler ausgestreckt. Ah ja. Die Sache ist knifflig. Du kennst angeblich Leute, die dir helfen können. Ich kann dich zu jedem Beutelschneider Temeriens führen. Aber der Attentäter war nicht von hier. Bist du sicher? So sicher, wie ich dich vor mir sehe. Okay. Also war es kein temerischer Täter, das ist Schuck. Heute stürmen wir, heißt es. Wird auch Zeit. Ich sitze lieber am Lagerfeuer, als meinen Hals zu riskieren. Ja gut, wir müssen leider an erster Stelle sein. Du hast die Gorgo getötet? Donnerwetter. Und? War es schwer? Übliche Hexerarbeit. Du bekommst deinen Lohn, sobald wir mit diesen Lavalettes fertig sind. Du sollst es nicht bereuen. Sofort wäre mir lieber. Ein Soldat im Krieg ist nicht die sicherste Rücklage. Na gut, dann müssen wir nochmal mit dem timerischen Rekruten plaudern, um ein bisschen Geld zu kriegen. Hast du denn irgendwas uns zu sagen? Irgendwelche vom Veteranen? Nee. Also doch, einfach nicht sterben. Ein Hexer! Geralt von Riva dürfte Ahnung von Amuletten haben. Herr Hexer, ja. Eine Frage, wenn es recht ist. Na, dann frag mal. Kennen wir uns? Erkennst du deine alten Kumpel nicht mehr? Wir sind die Haudegen von Grimfried. Ich habe das Gedächtnis verloren. Ha, genau wie Bohold. Nach der Jagd auf den goldenen Drachen ist er gestolpert und hat sich den Kopf an einem Felsen angehauen. In der Schlacht ist er immer noch ein Tier. Aber sonst macht er nicht mehr viel außer Fressen und Scheißen. Nicht mal auf Frauen ist er noch scharf. Ich bezweifle, dass das eine Amnesie ist. Ich bin Häcksler. Den hier nennen sie Neuntöter. Und das da ist unser Kleiner. Der geht bei uns in die Lehre sozusagen. War nicht viel mit Monstern in letzter Zeit. Da haben wir uns eben gemeldet. Und jetzt steckt der Kleine in dieser Wette. Hilfst du uns um der alten Zeiten willen? Ich meine, klar waren wir alle ein bisschen ruppig, aber wozu über vergossene Milch weinen, so sehe ich's. Wir hätten dich und die Zauberin befreit. Bohold hat nur Witze gemacht mit dem Gequatsche von Vergewaltigung und so. Vergewaltigung? Vor allem, welche Hexe? Und was für eine Wette? Was für eine Vergewaltigung? Halt den Rand, Neuntöter! Der Hexer weiß es nicht mehr. Wozu ihn großartig erinnern? Wir sind alte Bekannte und gut. Ihr wolltet einen Bekannten vergewaltigen? Nur die Zauberin. Du wolltest den Drachen töten, die Zauberin wollte ihn töten, die Bauern auch, jeder wollte es. Aber nur einer konnte den Preis heimtragen. So gab es Streitereien, bisschen Dresche, ein Riesentheater eigentlich. Wir haben euch verschnürt, also die Zauberin und dich, und sind dem Drachen nach. Aber der hat uns windelweich geklopft. Ein halbes Jahr haben wir uns die Wunden geleckt. Ihr konntet euch jedenfalls irgendwie befreien. Wer war diese Zauberin? Sie hatte rabenschwarzes Haar. Neuntöter, weißt du noch, wie sie hieß? Konifere, so ähnlich. Also, Hexer, hilfst du deinen alten Bekannten? Na gut, dann könnt ihr mir anscheinend nicht mehr über diese Konifere verraten, aber was für Kummer. Ich helfe euch schon.
Es geht um Leben und Tod. Und ein bisschen Zaster für wahr. Der Kleine hat mit einem Ritter gewettet, dass er den ersten Angriff auch in Hemd und Hose überlebt. Ja, wir hatten ein bisschen getrunken, ich geb's ja zu. Aber Wette ist Wette. Es geht um unsere Ehre. Soldatenehre gegen Wetterehre? Ah ja. Du hast es erfasst, Hexer. Wir sind gleich am Anfang dran. Das wird nicht hübsch. Der Kleine ist tapfer, aber mit Tapferkeit allein überlebt er nicht. Jedenfalls ist uns dieses Amulett in die Finger gefallen. Vielleicht kann ihn das beschützen. Mag ich dann wohl. Kannst du nicht mal einen Expertenblick darauf werfen? Du kennst dich doch aus mit Zauberei und so. Zeig mal her. Amulett, ja, ja. Ein Wolfsmedaillon. Es hat geruckt. Reagiert auf Magie. Also, ist es wahr, was der Priester gesagt hat? Hörst du, Kleiner? Du bist gerettet. Den Ritter nehmen wir aus. Ja, ich weiß nicht so ganz. Ich würde gerne mal wissen, wo ihr das habt. Sagen wir, er fiel uns zu. Wir sind auf Patrouille, nicht wahr? Und rennen ein paar Novizenpriesterinnen in die Arme, die da vor einem Schrein beten. Alle freundlich, alle am Lächeln. Wir wollten sie eine Runde bespringen. Oh, aber... Klappe! Bohold hatte einen seltenen, klaren Moment, plünderte den Schrein und fand das Amulett. Man weiß nicht recht, was in seinem Oberstübchen vor sich geht, aber hin und wieder ist er doch noch der Alte. Oh ja, er haut sie immer noch mit einem Streich entzwei. Jedenfalls haben wir uns das Amulett gegriffen und sind dann dem übrigen Patrouillenzug nach. Und dann, mein Lieber, erst rennen wir in ein paar Eichhörnchen von der bösen Sorte, die Luft voller Pfeile, aber wir bleiben unversehrt. Und kaum drei Eichhörnchen stehen noch, als plötzlich ein Drache heranpfeift, die Elfen auf die Knie fallen und wir alle Fersengeld geben. Das Amulett ist garantiert magisch. Obwohl es den Schrein ja nicht vor eurer Patrouille beschützt hat. Auch wahr. Also, wir wissen nicht, was wir davon halten sollen. Also ich meine, da sie eine gute Freundin von uns vergewaltigen wollten, ist es eigentlich nur ganz recht, dass sie vielleicht... Gut, ja, damit ist die Sache entschieden. Der Hexer meint, das Amulett... In eine Finte kommen. Verdammte Sauzucht, ich zieh doch nicht in Unterhosen in die Schlacht. Schnucki, wir gewinnen die Wette. Wir sind reiche Männer, denk dran. Was ist überhaupt so toll daran, eine Burg in voller Rüstung einzunehmen? Über dich werden sie noch Balladen singen, ich sag's dir. Sie blasen zum Appell. Wir müssen los. Danke, Hexer. Wir geben dir auf jeden Fall was ab von unseren Reichtümern. Und wer weiß, vielleicht gibt uns der goldene Drache ja noch eine Chance. Eines Tages. Wenn alles gut geht, ich weiß nicht. Eigentlich bin ich ja nicht so der Hexen, der Drachentöter. Naja. Ja. Kann man dann hier, kann man noch Kräuter sammeln. Sehr schön. Du lachst. Später befehlen sie dich darauf, dann rutschst du auf der ganzen Scheiße aus. Ja. Lieber auf fremder Scheiße als auf meinen eigenen Gedärmen. Was habe ich denn da freigeschalten? Irgendwas habe ich freigeschalten. Ich weiß nur nicht, was das ist. Kommt zur Armee. Join the Army. Ja, sehr gut. Der Gute will uns also. Für die Armee. Wir nehmen so ein bisschen Belässerkraut. Mit, was haben wir hier? Kann man irgendwas plündern hier? Kisten oder so? Bisschen Wolfskraut. Aber keine Kisten zum Plündern. Das sind Kisten. Kann man die plündern? Zu Hause sitzen sie jetzt bei Tisch. Sehr Kopf hoch, Hexer. Mein Kopf ist so oben, Kleiner. Halte dir mal lieber den Kopf hoch. Ganz schön dazwischen. Die da oben auf den Mauern scheißen sich vor Angst in die Hosen. Ja, ich glaube, ihr scheißt euch auch bald in die Hosen. Pilze? Sehr gut. Aufgestellt! Aber zack! Nicht so langsam da! Ihr seid beim Militär, nicht beim Tennentanz! Eins, zwei, Bewegung! Los! Geht ihr jetzt alle?
aus Steinchen? Kopf hoch, Hexer! Und gleich nochmal, damit ihr Zucht und Ordnung lernt. Ja. Okay. Batterie funktioniert. Okay, ja. Ich dreh ihn in die Eiche. Tritt ihnen in die Eiche, Geralt. Ja, mache ich. Kein Problem. Ein bisschen in der Holzkohle hier noch. Oh, eine Kiste. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Drei Urins. Was willst du denn so? Sei gegrüßt. Die letzte Runde Würfelpoker ist ein Weilchen her. Oh. Das verlernt man nicht. Möchtest du spielen? Natürlich. Ich spiele lieben gerne eine Runde Würfelpoker. 5 Urins werden erstmal reichen. Eine 4, eine 3, 2, 3, 6, 2, 3, 4. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich festmachen muss. Nur die 3 fest. Und die. Ich gehe mal mit. Okay, die ich mache ich nicht fest. So. Also ich brauche eigentlich eine 1 und eine 5. Sieht schlecht aus. Schade. Na gut. Ist mein Glückstag. Ja gut. Pech im Spiel, Glück in die Liebe. Was machst du so? Eisenpranke? Willst du unsere Sache unterstützen? Was für eine Sache? Wir haben da so einen Hilfsfonds für Veteranen. Einen Fonds? Und das hat euch schon jemand geglaubt? Das ist kein Betrug. Hier geht's ums Armdrücken. Armdrücken? Genau. Du tust die Cola auf den Tisch und trittst gegen mich an. Wenn du gewinnst, sagst du die Einsätze ein. Wenn nicht, dann kriegt der Fonds die Piepen. Lust auf Armdrücken? Na ja, warum nicht? So eine Runde Armdrücken noch vor der Schlacht. Wenn man nicht so hoch pokern. Ich suche den Mauszeiger im gelben Feld zu halten. Ja, versuche ich. Na, nicht so schnell da raus. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Nicht den Tag vom Abend loben, aber sieht gut aus. Ja! Alle Achtung, bist ein strammer Bursche. Ja, oder stramm Max. Oder der stramme Geralt, je nachdem. Na gut. Ja. Ich gehe einfach mal so zur Stürmung. Ich will auch mal auf die Scheiße. Sei euch fremd. Die Götter sind mit euch. Was immer ihr tut, es ist euch vergeben. Das hoffe ich doch mal. Wir spießen sie auf die Säbel. Jupp, Mama. Was für ein Tag für eine Schlacht. Sei unbesorgt, Gesandter, wir sind hier nicht in Reichweite der Schützen. Sehr schön. Ganz offen, Majestät, ich bin eher das ein Mann des Wortgefechts mit Zunge und Feder. Ich als Friedensbote... Potzblitz, du? Abgesandter der weißen Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt? Des Kaisers von Nilfgaard, der über ein Dutzend freier Königreiche blutig erobert hat? Um ihnen Recht, Kultur und vor allem Frieden zu bringen. Ja, ja. Wer es glaubt. Endlich! Die Verräter des Königreiches machen schon den Teer in den Töpfen heiß und du schwatzt mit der königlichen Ratgeberin. Wie kann ich euch helfen, Majestät? Wir stürmen. Da will ich dich bei mir haben. Folgt mir, ihr Herren. Wir wollen unsere Verräter nicht warten lassen. Sir, Sie sagten, wir wären außer Reichweite. Das war eine Balliste, Gesandter. Wurfarm mit erzenen Federplatten und Rosshaarsehnen. Sie kann schwere Geschosse 2000 Schritt weit schleudern. Eine tödliche und sehr wertvolle Waffe. Erfahrene Besatzungen schaffen 2 Schuss pro Minute. Aber das Ding hat eine Schwäche. Majestät, begibt euch in Deckung. Der Wurfarm erzeugt einen solch gewaltigen Rückstoß, dass er die Balliste verschiebt. Man kann nicht zweimal dieselbe Stelle treffen. Euer Majestät, verstehen sich auf militärische Ingenieurskunst? Wenn man es berechnet, schon. Ne? Ich schenkte die Balliste vor 2 Jahren der Baronin. Gefurzt. Majestät,
Was hältst du von Leuten, die derartige Wunden überleben, Gesandter? Was halten Majestät von Soldaten, die solche Wunden schlagen? Von denen, die das taten, lebt keiner mehr. Meister Geralt, ich würde gern ein Wort wechseln, sobald der Schlachtenlärm verhallt ist. Verzeih, Exzellenz, aber ich will den Königshof so rasch wie möglich verlassen. Darf man fragen, warum? Man hält mich für jemanden, der ich nicht bin. Wie nennt man dich, Soldat? Warte, du warst doch mit mir vor Brenna und dem Kaffelz. Norman Sator. Immer noch Schütze? Ja, Sir. Das Schicksal ist nicht mein Freund. Norman Sador. Für deine langjährigen Dienste für die Krone ernenne ich dich zum Zehnschaftsführer der Schützen. Weiter, ihr Herren. Keine Zeit zu trödeln. Warum nicht einfach mal so eine Beförderung raushauen? Vielleicht stirbt man ja auch gleich. Wer weiß das schon. Viel Glück. Und Glückwunsch, ne?